So. Sind wir wieder ein bisschen weitergekommen. Und hier gibt es sogar ein Feuer. Warum es bei jedem Endgegner auch ein Feuer geben muss, verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, 200 Meter weiter ist auch eins. Mich soll es nicht stören, aber es ist schon ein bisschen komisch. Und ich hoffe, wir haben jetzt ein ganz neues Gebiet zum Erkunden in der nächsten halben Stunde. Und da freue ich mich doch. Also zwei war eine blöde Idee, aber einer war genau richtig. Und wir werden sehen, was uns das bringt. Wo ist sie denn? Da bist du. Ja, ja. Wir wollen aufsteigen und stecken das, wie man uns schon wärmstens ans Herz gelegt hat, die Seelen. Hier rein. Die Frage ist, haben wir vielleicht was? Können wir hier was abgeben? Können wir was kaufen? Wir können tatsächlich was kaufen. Wir können die Rüstung von Smoke holen. Aber die sieht komisch aus. Oh, und die Rüstung der Tänzerin. Oh. Die uns gleich mal alles gekostet hat. Aber okay. So ist es halt. Schau mal, taugt die Rüstung was? Nö. Das ist doch super. Sieht sie denn wenigstens geil aus? Es ist okay. So. Wir reisen und gucken, was uns hier erwartet. Ich mag die Rüstung sehr, die ich anhabe. Das ist so richtig schön Ritter-Style. Wenn ich noch ein richtiges Schwert hätte und nicht diese dumme Katana, wäre das geil. Ja, jetzt, Dude, bleib mal lässig. Was will ich denn mit den Seelen? Eilt doch nicht. Kommen wir jetzt hier durch? Nee. Sackgasse voraus, ja, das merke ich. Aber hier muss es doch jetzt weitergehen, irgendwie. Becken abstellen. Aha. Mit meinen Pranken. Blutet der jetzt? Tatsache. Zack, kommt die Leiter runter. So funktioniert das. Und wenn ihr jetzt kommt, dass man die Bossseelen für Waffen und Ausrüstung benutzen kann, an dem Thron, dann gibt es aber Ärger. Weil das ist mir natürlich bewusst. So, gucken wir uns hier um. Ich freue mich ein bisschen. Zeit für Verbündete. Oh, that was kind of unexpected. Oh, ihr habt viel Leben.
Oh, ihr habt viel Leben. Weißt du was? Wir machen Wachablösung. Ich gehe einfach dahin und du machst sonst was. Hoch oder runter? Scheinbar runter. Ich behaupte einfach mal, ich bin hier richtig. Garten des verzerrten Königs. Königreichs. Es zur Scherbe, noch eine. Ja, das ist super. Gut. Titanitbrocken. Oh nein. Muss das sein? Nichts. Oh nein. Die können mich doch nicht leiden. Ah. Oh. Ist eine schlechte Situation für uns. Okay, hier wäre ich halt rausgekommen. Alles klar. Alter. Na, hier will ich doch hin. Merk schon, du magst mich nicht, ich mag dich nicht, wir gehen einfach aneinander vorbei, gehen friedlich und liebend unserer Wege. Kümmer dich doch um den. Wenn man hier einfach vollgeschissen wird mit Gegnern, man kann es nicht anders sagen. Einfach voll geschissen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an das Drachengelöt. Aha. Ist hier wieder ein Boss. Was erwartet mich jetzt? Oh Mann, ich lauf heute aber auch echt von Boss zu Boss. Das haben wir schon zu verlieren. Alter, ich mache ja wieder richtig viel Schaden. Muss ja nicht reingehen.
Du bist witzig, wo hätte ich denn hinflüchten sollen? Wenn man auf der Flucht ist, geht's nur in eine Richtung. Na, Spitze. Ich bin nicht amüsiert. Ich habe auch gar keine Lust, jetzt noch einen Boss zu machen. Oh, dafür bin ich viel zu gechillt gerade. Nee, was machen wir denn? Gehen wir hier weiter? Gehen wir doch mal in die gottlose Hauptstadt und gucken uns da ein bisschen noch weiter um. Richtung Sackgasse oder Friedhof? Mornes Rüstung. Die sieht prinzipiell ganz cool aus, glaube ich. So. Hier habe ich nämlich heute auch mal hingespielt. Zack. Nur weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie ich hier weiterkomme. Soweit ist es schon mit mir. Ich laufe nur noch in Sackgassen, gefühlte. Ja, da kommst du, Hoshi, jetzt. Interessiert mich das? Nö. Hüpf. Als hätte ich's gewusst. And in fact, I does. So, sammeln wir hier doch mal ein bisschen Zeugs ein. Boah, voll in die Suppe. Ach, komm schon. Giftig. Läuterungsstein, oh. Den brauchen wir auch für was. Oh, hier ist aber heftigeres. Scheiße. Komm, als würde ich dich nicht sehen. Weichstein. Gut. Ist jetzt alles nicht so wirklich geil. Oh. Können wir von hier... Oh, wir kommen hier durch. Interessant. Jetzt mach's nicht so spannend. Oh nein. Too bad. Noch ein Läuterungsstein. Das ist alles. Ich will gar nicht wissen, was mit euch ist. Gut. Hätten wir da die Läuterungssteine eingesammelt. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Schauen wir mal, was hier oben ist. Gut, ich weiß, was hier oben ist, aber... Hier oben ist nämlich nicht mehr viel. Aber wir gehen mal weiter. Alter, hier ist das Gift irgendwie stärker, habe ich so das dumpfe Gefühl. Und ich habe auch noch die Scherbe. Ich muss ja sagen, dass hier vor allem diese, ich nenne sie Wasserleichen, das sind wirklich die ekelhaftesten Gegner in dem Spiel bis jetzt. Und das hier sind die miesesten Gegner. Weil die mir einfach den Lebensbalken platt machen. Guckt euch das an. Guckt euch das an.
Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Hoch geht's. Oder war ich hier schon drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alter, das Gift. Jetzt ist da aber auch mal gut her. Mittlerweile ist es echt ein bisschen sehr heftig. Ah, guck mal, hier war ich tatsächlich noch nicht. Okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, du schon wieder. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder einen Lebensbalken kurz macht. Der will mich runterstoßen. Kenne ich schon. Guckt euch das an. Das muss ich alles wieder auffüllen. Dachte ich, hier ist eine Leiter. Da war ich schon. Hier waren wir auch schon. Hier fahren wir nach unten. Wir fahren einfach mal nach unten. Das ist echt so das Labyrinth der Labyrinthe bei mir. Man erinnert mich sehr stark an Dark Souls. Demon Souls. Ich verstehe. Wobei ich glaube, dass das Ding hier eine Abkürzung ist. Das habe ich schon geholt. Ja, doch noch mal dahin. Ah, mal gucken, wie die auf Feuer reagieren. Sind nicht sonderlich beeindruckt. Boah. Benutzen wir doch mal was anderes, vielleicht so ein Spieß oder so. Was ich alles nicht benutzen kann, aber so eine Hellebarde. D, C. Vielleicht das Ding? Ja, machen wir doch mal. Oh, das ist gar nicht mehr so ineffektiv. Okay, das ist uneffektiv. Ja. Alter, wie viel Leben wollt ihr mir eigentlich noch abziehen, ha? Das ist doch ein Scheißgegner, oder? Jetzt sagt doch mal. Okay, gegen die ist das effektiv, gegen den Rest nicht. Oh, was ist denn das? Ach so, das ist der Doppelspeer. Wie weit füllt sich da mein Leben auf? Füllt es sich überhaupt auf? Nicht so wirklich. Stimmt. Da waren wir ja.
Gottlose Kohle. Ist auch ein gottloser Ort hier. Ugh. Leave me alone. Das ist mir hier zu viel. Okay, das hätte ich mir eigentlich jetzt schenken können. Lasst mich doch mal. Ja, ihr macht mir jetzt mein Leben wieder hin. Super. Alter. Guckt euch das an. Letzter Mann hält. So, Frau gerettet. Blut. Irgendwelche Asche. Ja. Hui! Was soll man dazu sagen, liebe Leute? Was soll man dazu sagen? Wir reisen jetzt zurück. Wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Haben einiges gewonnen in dieser Zeit. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben eine Frau gerettet. Das ist doch schön. Die uns doch auf ewig dankbar ist. Hoffe ich doch. Und wenn nicht, dann ist sie selber schuld. Was ist dann eigentlich mit Star Ocean Integrity? Das sehe ich zurzeit immer mal wieder. So, die Frage ist, wo hockt die? Achso, ich habe hier Asche für dich. Hier, Schattenasche hergeben. Oh. Die Frage ist, ist es eine Rüstung? Ja. Es ist. Die Helme, die muss man immer woanders suchen, ne? Upsa. Gucken wir mal, wo die Frau da hockt. Ach, da hockt sie. Ja, ich bin nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Ja, willst du das wenigstens? Dem anderen war das zu hart der Stoff. Finstere Schneide.
der Menschlichkeit geformten Klinge. Geil. Nice. Und sie will, dass wir auf uns aufpassen. So. Kohle hergeben. Können wir denn irgendwas verstärken? Nee. Gut. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Drohne an. Johann der Riese. Wächter des Abgrunds. Wer bist du? Letzte Hoffnung. Der Verbannte. Heilige Aldrich des Abgrunds. Das sind wahrscheinlich alles noch Leute, die wir bekämpfen müssen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Ja, klar, ich kann verstärken. Verschiedenste Sachen. Aber dazu müsste ich jetzt Seelen investieren. Da habe ich ehrlich gesagt doch nicht so Lust drauf. Haben wir keinen gefunden? Das macht nichts. Gehen wir hier mal weiter. Aber ich glaube, wir haben auch nicht mehr genügend Zeit. Deswegen gehe ich da hin und wir machen Punkt für heute. Das war ein kleines Update von Dark Souls. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wie immer bedanke ich mich auch für die mehr oder weniger große Hilfe im Chat. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ihr mich auf meiner Reise durch Dark Souls 3 begleitet. Ich werde vielleicht heute Abend noch ein bisschen hin und her spielen. Vielleicht haue ich noch mal einen Stream an. Mal schauen, wenn ihr was verpasst habt, wie immer auf YouTube. Immer sonntags, mittwochs und freitags kommt ein neuer Teil dann von dem, was wir hier gespielt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich dann auch bald mal wieder zu neuen Spielen. Bis dahin,